Für einen guten Start in den Tag gehört eines für viele Menschen dazu, der Kaffee. Täglich werden weltweit mehr als 1,4 Milliarden Tassen getrunken. Und dabei reicht längst nicht mehr nur der Filterkaffee aus der Kanne. Qualität und Geschmack zählen. Und das nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs und im Büro. Wie in allen Bereichen erleben wir gerade in unserer Kaffeewelt einen absoluten Hype und einen Zug Richtung Qualität. Und auch in unserer Branche wird immer mehr nach Kaffeespezialitäten auf hohem Level Ausschau gehalten. Und da hat die Branche auch die Antworten drauf, sowohl von Automatenseite als auch von der Bohne und der Röstung kriegen sie mittlerweile alles auf Gastronomie-Level und vielleicht sogar auch noch darüber. Diesen gestiegenen Ansprüchen müssen auch Tankstellen, Bäckereien, Kioske sowie sonstige Außerhausangebote Rechnung tragen. Die Coffee-to-go-Lösungen werden daher immer hochwertiger. Der Kunde fragt immer mehr nach ganze Bohnenlösungen nach. Er differenziert immer mehr nach Lagenkaffee. Und dadurch hat sich natürlich auch das Konsumverhalten verändert. Zumindest bei uns merken wir es, dass immer mehr Kaffeekonsum steigt, aber eben auch die Qualitätsanspruch steigt. Und auch an vielen Arbeitsstellen ist der Trend zum guten Kaffee angekommen. In großen Unternehmen finden sich immer häufiger kleine Kaffee- und Snackecken, in denen sich Mitarbeiter austauschen, brainstormen oder eine möglichst erholsame Kaffeepause einlegen können. Der Arbeitgeber möchte seine Mitarbeiter binden, möchte ihnen einen guten Grund geben, für dieses Unternehmen zu arbeiten, eine Wohlfühlsituation schaffen. Und so wird vielfach in der letzten Zeit umgeschwenkt von der klassischen Kaffeeversorgung durch den Mitarbeiter selber hin zu einem professionellen Dienstleister, der auch gleichzeitig Atmosphäre mit in den Betrieb bringt und die Leute dann dort hält, bevor sie sich nach einem anderen Arbeitgeber umschauen. Lösungen für solche Office-Coffee-Services gibt es aktuell auf der Euvent und Coffina in Köln zu sehen. Aber nicht nur Getränke und Süßwaren sind hier ein großes Thema. Insbesondere frische und gesunde Produkte wie dieser frisch gepresste Apfelsaft oder ein veganes Mittagessen sind gefragt. Die Zeit verändert sich. Wir sitzen viel mehr im Büro. Wir bewegen uns nicht mehr so viel. Wir merken, dass wir unseren Kopf, unsere Kreativität viel mehr brauchen im Alltag. Und dadurch müssen wir uns immer mehr auf die Ernährung konzentrieren, um da diese Balance wiederherzustellen. Vom klassischen Schokosnack über Knäckebrot bis hin zum Mangolassi. Das Angebot der To-Go-Produkte aus dem Automaten wird immer vielfältiger, sodass mittlerweile wohl für jeden Hunger etwas dabei ist.